Und jetzt, meine Damen und Herren, ich habe heute nur einen Gast, ja? Weil nur einer den heutigen Abend abrunden kann wie kein anderer. Und sein Leben lang musste er durch diese jämmerliche Tür dort kommen. Und deswegen gibt es auch heute keinen Grund, warum er jetzt woanders lang kommt. Denn never change a winning door, meine Damen und Herren. Hier ist Elton! Wow. Elton! Kraftwerk. Elton, meine Damen und Herren! Der Einzigartige! Wunderbare! Hallo Köln! Elton! Schön, dass du da bist, Elton. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich habe hier den Zettel für die heute, den Ablaufzettel für die heutige Sendung. Was steht denn da drauf? Raum für Notizen. Ah. Ja, ja, schön, dass du es nochmal geschafft hast. Also, das heißt schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, hast aber wirklich einen schicken Pulli angezogen. Ja, ist doch Weihnachten jetzt. Und da zieht man sich doch sowas an, dachte ich. Ist das so? Ja. Hast du den geschenkt bekommen oder hast du den kaufen müssen? Den habe ich mir selber ausgesucht, den habe ich gekauft. Ja. In diesem Internet, kennst du? Kann man bestellen. Auch. Ah, okay. Ja. Ich glaube, setz dich nicht durch, aber ich glaube, es... auf lange Sicht nicht. Nee. Gab es 1999 noch nicht. Aber heute jeder hier... Mache ich Foto durch Facebook. Ja, so ist es einfach. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren insgesamt bei uns? Seit 13? 2001. 2001, ja. Seit 14 Jahren bist du bei uns und... Erinnerst du dich noch an deinen ersten Pulli? An deinen ersten Pulli, an deinen ersten Auftritt bei uns? Ja, tatsächlich. Da erinnere ich mich sehr gerne dran, aber eher an den zweiten Auftritt noch. Den zweiten Auftritt? Ja, aber das könnte man wahrscheinlich erst erzählen, wenn man den ersten vielleicht noch mal gesehen hat. Haben wir denn den zweiten überhaupt hier heute? Das weiß ich nicht, aber ich kann dazu denn was erzählen. Okay. Weil entscheidend war ja eigentlich der zweite Auftritt. Da weißt du mehr als ich. Ja. Deswegen bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Das wird spannend. Nee, jetzt kommt nämlich der erste Auftritt von Elton. Das war am 6. Februar 2001. Und da muss man sagen, da warst du echt sehr schön. Ja. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir kommen jetzt immer Montag bis Donnerstag. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel einen neuen Showpraktikanten eingestellt bei uns. Und der hatte eine tolle Idee. Ja? Der ist heute Mittag zu mir gekommen und hatte eine Riesenidee. Und habe ich gesagt, du, das ist ja eine Riesenidee. Warum kommst du nicht heute Abend mal in der Sendung vorbei und erzählst diese Riesenidee mal mir und meinem Publikum? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um einen gemäßigten Applaus für unseren neuen Showpraktikanten Elton. Elton, kommst du mal bitte? Elton, meine Damen und Herren. So. Ja. Das ist Elton, meine Damen und Herren. Ja. Verwöhnen Sie ihn nicht zu sehr mit... Ja, lass nicht anfassen, Elton. Ich bin hier reingeraten, jetzt, verwöhnen Sie ihn nicht zu sehr mit Applaus. Elton heißt Elton, weil er von seinen Freunden so genannt wurde, weil er ein bisschen aussieht wie Elton John. Ja. Aber nur ein bisschen. So, Elton, und du hattest jetzt eine super Idee. Wie war die? Ja, ich dachte mir, du bist ja so ein frecher und lustiger Typ und begibst dich auch gerne in Gefahr. Ja. Und da dachte ich, steig doch mal in so einen Bus, mach den auf, nimm ein Megafon und grüll irgendwie den Leuten irgendwas zu hier, die hier sitzen oder in der Stadt, zum Beispiel in Köln. Und das ist dann schon lustig an sich? Ja, wenn du zum Beispiel... Ja, wenn du zum Beispiel vor dem Polizeipräsidium stehst irgendwie und hallo, kommt raus, ich weiß, dass ihr da drin seid, ihr seid umstellt. Das machst du doch eigentlich, dachte ich. Ach so. Wie wäre das denn, wenn du das machen würdest? Du hörst, das Publikum ist total begeistert. Geben Sie mir bitte ein Zeichen. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Ich sage jetzt folgende Zahl. Und bitte zeigen Sie mir mit Fingern an, welche Zahlen ich gesagt habe. 3, 2, 28. Ja, jetzt wird's schwer. Ich bedanke mich. Geben Sie bitte den Korb wieder sofort zurück. Sie dürfen Einkaufswagen nicht mitnehmen. Nur weil Sie eine Marke reingesteckt haben, heißt es noch lange nicht, dass das Ihr Einkaufswagen ist.
jetzt der Code. 4387. 4387. Der Code dieser Dame. Ich habe so raue Lippen. Ich fahre nicht eher weg, bevor ich irgendwie Lippencreme bekommen habe. Oh, das ist aber lieb. So. Fühlt sich sehr gut an. Wunderbar. Darf ich jetzt auf die Wange einen Kuss geben? Geben oder haben? Geben. Ich habe ja jetzt die weichen Lippen. Naja, in Ordnung. Ja. Ja, da wurde noch in Mark bezahlt, nur weil sie eine Mark in den Wagen geworfen haben. Ja, so sieht's aus. Ja. Ja, und der Clou war ja, nach der Matz, also beim zweiten Auftritt, hast du das Publikum gefragt. Darf der Elton wiederkommen? Hat das Sinn, mit dem ein Praktikum zu machen? Ach, hab ich das gemacht? Ja, wenn sie dagegen sind, klatschen sie, also das ist umgekehrt gemacht. Und wenn sie dafür sind, dann klatschen sie bitte nicht. Und es war mucksmäuschenstill im Saal. Tatsächlich. Und das war so wunderschön. Du hast einfach das beste Publikum der Welt. Absolut, so sieht's aus. Das ist so. Ja, und dann durfte ich das halt noch ein bisschen weitermachen. Wir haben ja dann mehrere Sachen mit dem Megafon und du gemacht. Und du hast ja nicht nur bei uns Karriere gemacht, sondern du hast eigene Shows gemacht, eine ganze Reihe. Sogar Elton TV, Elton vs. Simon, Elton zockt. Du bist beim ZDF, machst eins, zwei oder drei. Millionärswahl. Oh. Der eine oder andere ändert sich. Ja. Und ja, hier. Ich gucke. Und wie geht's bei dir weiter? Du bleibst weiter beim ZDF und machst dort 1, 2 oder 3? 1, 2 oder 3 geht auf jeden Fall weiter. Ja. Dann das Quiz bei der ARD wird wahrscheinlich auch weitergehen nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass ProSieben auch noch ein, zwei Sachen für mich hat. Denn ich fühle mich ja in diesem Sender sehr wohl, die auch den Mut gehabt haben. Ich habe 2001 angefangen. Ich glaube, 2002 ging es mit Elton TV schon recht schnell los. So schnell ging das. Ja, aber ich hatte ja auch ein wunderbares Coaching von dir bekommen. Absolut.